So, wieder da. Ist wieder Leben vorhanden. Ich musste tatsächlich OBS neu starten, weil sich OBS aufgehängt hatte. Ja, das hing im Reconnecting-Modus. Richtig gut. Ist aber auch interessant. Deswegen ist es wohl eine Streamlabs Beta. Und noch nicht ein 1.0 Release. Egal! Ja, hat nichts mit dem PC zu tun. Das hängt in dem Falle wirklich wohl an OBS. Wobei mein PC ich wohl vermutlich auch noch mal wieder platt machen sollte, aber das ist ein anderes Thema. Dazu müsste ich mir dann vermutlich erstmal wieder eine neue Windows-Geschichte kaufen. Ja, sei froh. Ich benutze das erst seit 2 Tagen. Da ich von seiner Existenz noch nichts wusste. Und ich bin eigentlich relativ erfreut über seine Existenz, aber wenn es dann halt mal abstürzt oder so, das fände ich jetzt auch nicht so wild. Wenn es jetzt allerdings regelmäßig so sein sollte, sage ich eher so, Nee. Ich sehe gerade, im Übrigen, es ist vielleicht sinnvoller, den Chat auf die rechte Seite zu klatschen. Denn da ist nix. Ergibt das mehr Sinn? Menschheit? Ich denke ja. Sowas könnt ihr mir übrigens dann auch sagen, wenn sowas Sachen überdeckt und ich es nicht direkt sehe. Irgendwas wollte ich sagen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Wer darf jetzt hier beichten? Soll Lars beichten? Soll Vichy beichten? Oder soll Kevin beichten? Oder Deus Vult? Wählet, meine Kinder, wählet. Das ist gut möglich. Larsch. Vichy, Vichy, zweimal Vichy. Okay, dann muss Vichy dran glauben. Vielleicht hilft es Vichy ja dabei. Los. Okay. Never mind. Das hat ihm nicht geholfen. Ihr nicht geholfen. Rippe. Was so sagen. Zum Glück habe ich noch was zu essen da. Ist das nicht toll? Und eine Schaufel habe ich auch. Das ist jetzt allerdings meine letzte. Moment, das ist meine letzte Schaufel. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ich hoffe, dass ich jetzt noch eine Schaufel finde, sonst habe ich ein Problem. Das ist ein Kampf. Ich hoffe nicht gegen noch mehr Bone Courtiers. Acolytes. Na gut. Konzentrieren wir unsere zerstörerische Kraft auf die Akolytendame. Wenn wir denn mal treffen. Was wir anscheinend nicht tun mögen. So, komm nach vorne bitte. Und werde gestunt. Danke. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Ist dann auch direkt dran, obwohl sie gerade gestunt wurde. Also manchmal denke ich mir so, hä? Ist klar.
Ich möchte gerne, dass Vichy stirbt. Oder zumindest aufhört, ein Arschloch zu sein. Ich glaube, Lars braucht jetzt wirklich eine Bandage. Oder hier Medizin von Vichy. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Divine Comfort. So. Danke! Meine Fresse. Lars geht es nicht gut. Lars braucht Heilung. Lars geht es noch weniger gut. Lars braucht Leben. Lars. Nein, ich auch Lars. Oh nee, ey. Oh! Fuck! Danke, RNGesus. Vielen Dank. Hab dich auch lieb. Kann nicht wahr sein. Auch kein Glück mit dem Scheiß. Was? Leute zu opfern? Wie bist denn du drauf? Ich bitte dich, Sushi. Kannst du doch nicht machen, soweit. Moment. Sie krittet sich selbst, die liebe Kevin. Warum nicht? Kann sie machen. Wird das eine Rückzugsgeschichte? Ich würde fast sagen, ja. Ich glaube, mit drei Leuten kann ich den Rest sparen. Kann ich mir den Rest sparen, weil, ja, wer ist wohl gestorben? Lars, ja. Lars. Lars ist nicht, weilt nicht mehr unter uns. Ich denke, ich werde den Run abbrechen. Mit allem, was ich so habe. Denn, ne? Das kann ich vergessen. Ich werde jetzt... Oh, nein! Ich werde jetzt weitergehen. Wobei das im Grunde ist es ja auch Wumpe, ne? Nee, ich werde jetzt hier nicht alle restlichen in den Tod stürzen. Noch sieht's gut aus, ja. Das Problem ist halt, Vichy ist abusive. Das heißt, alle anderen sind kurz davor, auch irgendwas zu werden. Und bei meinem Glück werden die alle scheiße. Keiner von denen wird auch nur ansatzweise irgendwie virtuous oder so. Kannst du knicken. Ich komme also maximal bis hierhin. Beziehungsweise, nee, ich komme noch nicht mal weiter. Ich habe ja noch nicht mal eine... Ich gehe noch dahin. Da gehe ich noch weiter. Bis dahin. Bis hierhin kann ich schon gar nicht mehr, weil ich hier eine Schaufel bräuchte. Habe ich nicht. Ich habe keine Schaufel mehr. Das heißt, müsste ich mich durchgraben. Das heißt, das würde Stress für alle bedeuten und alle wären im Arsch. Und Kollegin Vichy, Entschuldigung, ist ja sowieso schon kurz vor knapp, vor Tod. Vor Heart Attack. Das heißt, ja, das wird nicht so... Das wird nichts. Also bis zum Ende komme ich definitiv nicht mit denen. Absolut nicht. So, wer war hier noch? Der die beste Dude, Frau. Kevin. Kevin mit ihren 20%. Ui, Kevin! Mann. Haut hier richtig voll einen raus. Bin begeistert. Easy. Ja, Stressful Incantation. Ja, siehst du, einmal noch und bei ihr auch nur noch einmal und dann ist vorbei. Du kannst deine Pfeife rauchen, den Scheiß. Sie kann nichts mehr machen. Sie kann nichts mehr machen.
die gute Vichy. Deswegen macht sie jetzt Blutung hier, Kollege Turnschuh. Er blutet. Also ich kann von Glück reden, wenn ich das hier überlebe. Debuff und Bleed, natürlich. Okay, vergiss es. Vergiss es. Kannst knicken. Der wird sich nämlich jetzt auch mit seinen paranoiden Anwandlungen wahrscheinlich weigern, geheilt zu werden. Unter Umständen. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder einfach nichts tun. So von wegen, nö, ich mache jetzt nichts mehr. Ihr könnt mich mal. Werdet sehen, was ihr davon habt. Ach nee, ich mach den hier weg. Den mach ich weg. So, bitteschön. Und jetzt kann ich auch all the way gehen. Das ist jetzt auch egal. Er macht jetzt hier nochmal Madame kaputt. Mit etwas Glück. Mein Acolyte geht auf Kevin oder so. Und Kevin ist dann hin. Oh, Eldritch Pull. Was ist da los? Das ist ja was ganz Neues. Jetzt gedacht, die macht echt hier Stressful Incantation. Aber gut. Sei es drum. So much blood, ja. Schade. Hätte ja klappen können. Oh! Es wendet sich, das Blatt. Oh! Was ist jetzt los? Und gleich habe ich jetzt drei Crits hintereinander oder so. Also gegen mich, nicht für mich. So, Noxious Blast brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Was ist denn das für ein Bullshit? Ja, ich müsste nach hinten. Probieren wir es doch mal. Ich blute. Nee! Echt? Was ist denn da los? Du kannst auch nichts gerade. Außer heilen. Ja, komm, heile. Heile Vichy, bitte. Achso, gut. Das ist ausgezeichnet. Sie kriegt jetzt hier ein bisschen Noxious Blast. Und vielleicht sogar ein Stun? Nee. Hätte ja klappen können. Ja. Warum sollte auch jemand Virtuous werden? Das wäre ja Quatsch. Ich bitte euch. Kein Kommentar. Stirb bitte, danke. So, das ist sehr gut, dass er jetzt hier vorne steht, aber dann kann er nicht mehr schießen. Danke, danke Sushi. Vielen lieben Dank. Zumindest sind wir einigermaßen gesund. Das ist ja schon mal etwas. Oh, der ist hin. Oh. Hin. Naja. Kein Kommentar. This expedition at least promises success. An antique suit of armor.